damit herzlich willkommen zu einem neuen spackigen Video. Hier sehen Sie einen Silo-Arsch. Apropos, jeder hat jetzt hier eine Klingel. Ja, ich finde die am geilsten. Ja, Fluffy Unicorn. Vor allem ist er auf dem Fahrrad. Genau. Und heute ist der Tag vor dem Abonnententreffen. Ja. Hältst du mal eben die Kamera? Ich kann die auch gerne halten hier. Komm. Okay, perfekt. Und ein Abonnent ist halt auf die Idee gekommen. Komm, wir sagen, wollen wir den Namen sagen? Heißt er der hat doch irgendwas gespendet auch im Tim, Livestream. Tim heißt der. Tim, nee, Alex? Nee, Tim. Adrian! Nein, der hat das aber nicht vorgeschlagen mit dem Umbau. Und zwar haben wir ja unser Fahrradmobil und das packen wir jetzt einfach ans Serien dran. Dann haben wir ein Quaddem oder Vordem oder. Ich habe das gestern schon mal ausprobiert, man muss halt so anfangen. Damit man hier auch. Was? Und dann passt das genau. Wie nur was auf die. Dann passt das einfach genau. Mal nochmal raus und wieder rein, das müssen wir nochmal richtig filmen jetzt. Was? Hier. Alter, warum soll ich das auf die Idee muss man erstmal kommen. Ja, easy, ne? Und jetzt wieder rein. Ganz easy. Gut, das ist logisches Denken aus dem Bikepack, was das nicht wird. So, und jetzt? Warte. Jetzt haben wir hier, ich zähle mal, warte, wie lang das ist. Meine Schritte. 1, 2, 3, 4, fast 5 Meter, Leute, Alter. Das ist ein. Das ist ein Benzerwert. Das ist heftig. Okay, und da jetzt morgen das Abonnententreffen ist, holen wir jetzt Adrian vom Bahnhof ab. Ist der Abonnent, kommt aus Köln. Der kommt einfach aus Köln hierher. Junge, ich hätte gedacht, dass die vielleicht maximal aus Hannover kommen. So. Leute, Köln, Leute, guckt euch diesen Anblick an. Und Adrian wird sich jetzt gleich hier hinten platzieren und dann einfach mal mitfahren. Wie das aus? Wie keine Ahnung. 40, 50 Kilometer. Alter, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Bitte setz dich nicht rein. Alter, wir haben auch Safety First für Adrian. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Wo sind wir? Ja, jetzt sind wir am Bahnhof angekommen. Wir werden so ein bisschen komisch angeguckt, wir wissen gar nicht warum. Ich musste eben gerade übrigens 5 Meter nach hinten gehen, um meine Handschuhe ins in den Kofferraum zu packen. Ja, Adrian kommt jetzt gleich an. Ja. Er weiß nicht, dass wir ihn hier mit abholen. Echt nicht? Nee. Ich meinte nur, ich komme ihn abholen. So. Der wird sich gucken, Digga. Der wird sich richtig mit dem Legendary. KHS True Temper. Junge, jetzt geht's los. Jetzt kommt Adrian. Guten Tag. Hat der einen Müllgreifer mit? Ja, natürlich. Nee, das ist kein Müllgreifer, das ist Pfandgreifer. Jawohl. Das ist ein Pfandding. Genau. Okay, Adrian. Wir haben uns überlegt. Du setzt dich entweder da hinten rein oder packst deine Sachen hinten rein oder du setzt dich auf den Nachläufer. Ich setz mich auf den Nachläufer. Ja gut, du hast ein paar Sachen dabei, ne? Ja, das ist der Kofferraum übrigens. Ja, genau. Okay, es war ein langer Weg, aber jetzt sind wir im Bikepark angekommen. Mit Adrian Lamp. Und Adrian hat uns einfach... Junge, das ist so ein Ehren-Adrian. Wir haben auch schon die ein oder Er bringt andere uns einfach Fanpost mit. Wir haben auch schon die ein oder andere Pfandflasche ergabelt. Mit hier. Seiner Pfandflaschenzange. Pfandflaschen-Sammelautomat. Junge, so ein Ehren-Adrian. So ein Ehren-Adrian. Ist echt so. Also, ja. Das ist einfach zu witzig. Ist egal, den können wir trotzdem nehmen. Den können wir trotzdem abgeben. Pfand. Ja, und damit wird dann morgen hier beim Abo-Treffen die Dirtline gescheppert. Leute, es ist unfassbar witzig, auf was für Ideen man einfach kommt. Morgen ist hier Abo-Treffen. Ihr seht das Video ungefähr eine Woche verspätet, also verzögert. Ja, hast du noch mehr Pfand? Junge. Wir haben auch schon eine Idee, wie wir das Ganze hier noch erweitern können. Und zwar könnte man noch ein Fahrrad nehmen oder noch ein Tandem, vorne den Vorbau abbauen und dann hinten einfach dran stecken. Dann hätte man ein Doppeltridem und dann den ganzen Kram hier hinten noch dran. Heißt also, Alter, das wird so heftig. Wir schauen mal, was wir hier machen. Auf jeden Fall zeigen wir Adrian jetzt erstmal hier den Bikepark. Adrian, wie gefällt es dir eigentlich? Schwammig. Schwammig. Ja, also Boden ist schwammig. Der Boden ist schwammig. Wie gefällt's dir? Schwammig. Keine Antwort, Alter. Hatte ich auch noch nicht. Wir sammeln hier ein bisschen Pfand. Wir zeigen Adrian, was hier so abgeht. Und gleich bringen wir ihn noch zu seiner Unterkunft. Er kommt, wie gesagt, aus Köln. Und pennt heute in Bärstedt. Das ist ein Dorf weiter als hier. Heftiger Typ. Und er ist 15.
Wissen deine Eltern darüber Bescheid? Nicht, dass wir gleich eine Anzeige ja, kriegen. Ja, wir wissen nicht, aber ja, die denken alle, dass ihr 18 seid. Also, perfekt. Ja, hoffentlich gucken sie dieses Video. Quatsch. Hey, du bist doch 18. Ich bin 16. Siehst du? Ah, Spaß, ich bin 17. Ich bin 13. Ja, dann lass mal weiter Pfand sammeln. Ich bin 5.